Hallo Leute, to make a long story short, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Keramikmesser, das hat mich echt verrückt gemacht. Hier ist das Objekt der Begierde. Wenn ich was nicht schaffe und ich bekomme dann Tipps, so wie jetzt in YouTube, dann rattert es bei mir. Heute Mittag bin ich über eine Stunde spazieren gegangen mit meiner Frau, meinem Schwiegersohn und unserer Tochter und dem Kleinen und habe mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen nochmal. Habe dann auch während dem Spazierengehen immer wieder Kommentare auf meinem Kanal gefunden, wo ich zu Hause war. Habe ich gedacht, Mensch, setz das doch alles mal um, so wie es irgendwie möglich ist. Dann habe ich das jetzt alles wunderbar gemacht, habe das alles wunderbar gefilmt. Und wie ihr ja gesehen habt, hier, ich habe seit einiger Zeit hier so ein Mikrofon dran. Übrigens, ich kann das wirklich sehr empfehlen. Das ist preis-leistungsmäßig für mich das Beste, was du bekommen kannst. Von Fotowelt ist das, habe ich in Amazon geschossen. Ich glaube, hat 89 € oder so gekostet. Vergleichbare Lavalier-Mikrofone kosten so zwischen 150 und 250 €. Also das Ding ist wirklich gut. Das Blöde ist, ich hatte an meiner Kamera den Sender-Empfänger hatte ich eingeschaltet, aber hier den Empfänger, hier, den habe ich ausgeschaltet gehabt. Das heißt, das ganze Video, was ich gedreht habe, war ohne Ton. Aber ich habe gedacht, interessieren tut am Ende sowieso nur, was dabei rausgekommen ist. Okay, was ich gemacht habe, ich spreche jetzt einfach mal kurz und blende jetzt die Bilder dazwischen ein. Ich habe das Messer genommen und habe das nochmal gegen die Schleifrichtung mit dem 160 Grit Rad auf 20 Grad gebracht. So, die Bilder zeige ich euch jetzt, wie das aussieht nach den 20 Grad. So, angelegt hatte ich das jetzt mit dem 160er Rad und dann bin ich weitergegangen auf das 400er und 1000er und die Bilder zeige ich euch jetzt. Bilder habe ich gezeigt. Ihr seht, es sind immer noch Ausbrüche, aber lang nicht so viel wie bei 15 Grad. Dann bin ich hergegangen nach dem 400er, 1000er und habe mit meinem Handy, die Bilder spiele ich auch ein, einen Besttest gemacht, weil eigentlich hat es ja recht ordentlich ausgesehen. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt auf Papierräder oder sonst was gehe, mache ich mal einen Schärfetest, weil es sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Das Resultat blende ich jetzt kurz ein. Resultat habt ihr gesehen, 460 und 300, halt mich fest, ich spreche jetzt praktisch gedanklich das nach, wie ich das ablauftechnisch gemacht habe. Und dann habe ich gelesen von dem Profischleifer, der praktisch trocken schleift, und von einem anderen Kollegen, der gesagt hat, ey, immer nur in eine Richtung ziehen, tut dem Keramik der Keramikschneider nicht gut. Dann bin ich hergegangen und habe, also das habe ich vorher schon gemacht, auch gegen die Richtung, ich habe immer vor und zurück gezogen. Nicht wie ich es üblicherweise bei einem Metallmesser mache, dass ich eine Richtung ziehe, dann die Seite wechsle, eine Richtung ziehe, Seite wechsle etc. Das hat beim Metallmesser auch seinen Sinn. Beim Keramikmesser scheint das kontraproduktiv zu sein. Vielen Dank für den Tipp übrigens. Ich bin daher gegangen, habe hin und zurück gezogen und jeweils immer drei, vier Mal. Und dann fiel mir ein, beim letzten Keramikmesservideo hieß es, ja, wieso ziehst du denn nicht mal mit der Laufrichtung ab? Und dann bin ich hergegangen, nachdem ich diese Mistergebnisse, ich hätte fast Scheißergebnisse gesagt, aber es waren Scheißergebnisse. Ich gebe doch kein Messer zurück mit einer 460er Bessschärfe, was soll denn der Scheiß? Dann bin ich hergegangen und habe auf dem 1000er, nur noch auf dem 1000er Rad, über meine Front Wheelbase einen 20er Winkel eingestellt und habe das
3-4 Mal in jede Richtung abgezogen, auf beiden Seiten. Und die Bilder seht ihr jetzt und die sind Klassen besser, wie wenn ich gegen die Richtung geschliffen habe. So, ihr seht, es sind wirklich kaum noch Ausbrüche da. Und dann hat der Folger geschrieben, ja, deine Papierräder, die könnten ja Höhenschläge haben und die könnten das Keramik zerstören. Und Folger, du kennst mich. Nicht mit mir, Junge. Nee, ich hatte meine Papierräder, die habe ich ja nicht selbst gebohrt. Die Bohrung für die Welle, da ist eine 18er Welle auf meiner Maschine drauf. Die Bohrung habe ich machen lassen in der Drechselei. Und der hat mir dann auf diese Bohrung, hat er mir das auf seine Drehmaschine aufgespannt und hat geschaut, dass das Ding absolut rund läuft. Ich war mir sicher, ich wollte es nur noch mal ausprobieren. Bin dann noch über das 5 Mikron und über das 0,5 Mikron Rad gefahren und das Ergebnis seht ihr jetzt im Bild. So, nachdem wir das alles gemacht haben, gehen wir jetzt her und machen einen letzten Besttest. Ich habe den ja schon gemacht gehabt. Leider ohne Ton. Das hole ich jetzt nach mit Ton. Und wollen wir Licht einschalten. Und ich hoffe, er ist so gut wie vorher, weil vorher war er wirklich in Ordnung. So, auch Keramikmesser kriegt man scharf. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ihr wisst jetzt auch, wie es geht. Nämlich vorbereiten von mir aus gegen die Schleifrichtung, aber finishen, das heißt in Zukunft würde ich das so machen. Auf dem 160er schleife ich meine Phase an und dann drehe ich um und gehe auf den 400er und 1000er nur noch in der Laufrichtung. Die Papierräder haben auch noch mal was gebracht, weil nach Laufrichtung 400er und 1000er habe ich nochmal gemessen hier mit dem Besttester und hatte auch so um die 400 oder sowas. Das heißt jetzt aber auch, die Papierräder bringen noch richtig was, weil die sind ja mit Diamant beschichtet und wie ich ja schon gesagt habe, CBN eignet sich besser zum Schleifen, Diamant eignet sich besser zum Polieren. Das ist meine feste Meinung und meine feste Überzeugung, deswegen schleife ich auf CBN und werde in Zukunft polieren mit Diamant. So sieht's aus. Und wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet. Da sind wir so 8-9 Leute momentan. Und wir haben glücklicherweise jetzt jemand mit drin, der hat die Tormek Diamanträder sich gekauft. Und hier können wir dann eigentlich immer sehr schön vergleichen, was passiert, wenn er über 300, 600, 1200 Tormek geht und ich gehe über, 400, 1000 und Rockhard Filz, was passiert, was ist der Unterschied, wie ist der Schärfegrad, weil der Kollege Micha aus der Schweiz hat auch einen Besttester ab demnächst und dann können wir eigentlich ziemlich gut vergleichen. Leute, jetzt habe ich euch genug vollgequatscht. Ich wünsche euch allen, wie immer in der jetzigen Zeit, Gesundheit. Bitte bleibt gesund. Einen schönen Restsonntag noch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.